Und damit herzlich willkommen zur 68. Folge von Presseschlau. Wir senden hier live und direkt aus dem Alsterfilm Sommerloch. Stattdessen schreibt sie mehrere Artikel darüber, wie jetzt immer mehr Küken geschreddert werden, was jetzt nicht direkt was mit Sicherheit zu tun hat, höchstens natürlich mit der Sicherheit der Küken. Oder sie schreibt Artikel darüber, ob es ethisch vertretbar ist, dass wir mit dem Iran Handelsbeziehungen eingehen. Oder wie sie es überschreibt, kann Rindersperma die Mullahs ändern? Bevor ihr fragt, das ist ein Bild-Plus-Artikel, ich kann euch also nicht sagen, ob Rindersperma die Mullahs ändern kann. Ich vermute mal, dass Rindersperma jeden verändern kann, wenn es richtig eingesetzt wird. Christoph machte den Clown. Er tanzte, während sich seine Mitkonkurrenten versunken in sich selbst vorbereiteten. Ich empfand das als respektlos. Und dann warf er weiter als alle. Nach seinem Goldwurf verbeugte er sich nach allen Seiten des Stadions. Wie ein Schauspieler. Ich verstehe natürlich, dass Herr Wagner das als unangemessen empfindet. Lassen Sie mich, liebster Franz Josef Wagner, bei der nächsten Gelegenheit doch bitte wissen, wie Sie Ihre olympische Goldmedaille gefeiert haben. Oh, was ist das? Sie haben gar keine olympische Goldmedaille? Das ist natürlich blöd. Aber erzählen Sie ruhig weiter, wie es Ihnen nicht gefallen hat, wie Herr Hartig seine gefeiert hat. Es ist schon ein paar Jahre her, als wir zum ersten Mal zusammen mit einem Stand-Up-Paddling-Board, Sup, Dog, auf dem Wasser gewesen sind. Es war ein schöner Sommerabend. Wir organisierten uns zwei Bretter, mit denen wir durch die Kanäle Hamburgs paddelten. Ganz allein in der Wildnis, ein reißender Strom, links und rechts meilenweit, nichts als Großstadt mit Millionen von Menschen, sodass es eigentlich fast unmöglich ist, verloren zu gehen. Jungs, ich bin ein klein wenig ernüchtert. Als ich gelesen habe, dass es um draußen geht, dachte ich eigentlich Natur, Wildnis, tiefe Wälder. Jetzt sieht es aber eher so aus, als würde eure Definition von draußen ungefähr so aussehen.